Nico, was trinkt man heute? Pirat! Pirat. Derselbe Kollege, der uns Sölsch, dieses komische Sölsch geschenkt hat, zum Probieren, der hat uns auch Pirat geschenkt. Und das testen wir jetzt. Also schöne Grüße, Yannick. Schöne Grüße auch von mir. Brouwerij van Steenbergen aus Belgien. Ein starkes Triple mit 10,5% Alkohol. Neben Golden Drak zählt Pirat mit zu den Top-Bieren der Mann, der Brauerei van Steenbergen in Belgien, die weltweit einen sehr guten Ruf hat. Das ist, weil du die wieder nicht kennst. Sag mal, geht noch weiter. Das Bierland Belgien hat viele hochprozentige Biere. Der Grund dafür ist ein Gesetz, das Bars und Restaurants verbot, Spirituosen auszuschenken. Im Zuge dessen entwickelte sich eine große Vielfalt mit stärkeren Bieren. Naja, gut. Heute gilt das Gesetz zum Ausschankverbot von Spirituosen nicht mehr. Die Biervielfalt blieb aber erhalten und wächst ständig. Pirat zeigt sich in einer goldenen Farbe im Glas und lässt mit seiner üppigen Schaumkrone den Mund schlagartig trocken werden. Verstehe ich jetzt nicht. Wieso, was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Das ist trockenes Bier. Lieber trocken trinken als trocken feiern? Naja. Ah, Henker ist das aber nicht. nee, das ist Pirat. Ja. Das Bier riecht frisch und fruchtig mit feinem Zitrushauch. Im Mund zeigt sich Pirat spritzig mit intensiven Aromen von Honig und Zitrus, mit einem Hauch von Karamell und feinen Gewürznoten. Ein Bier, das man nicht vergisst. Auspacken oder wegpacken? Wie sieht die Pulle aus? Augenklappe auf, Captain. Ah! Sehr gut. Also das Boot sieht schon mal besser aus als beim Störtebäcker. Das Profil steht fest. Mal ein bisschen blöd, weil man auf ein Auge blind ist. Auf dünne Auge bist du auch noch blind. Anno 1784. Prost. Prost, du wolltest aus der Flasche trinken? Prost, Janik. Prost. Oh ja. Ja. Süßliche kommt auf jeden Fall durch. Ist fruchtig. Naja. Ein Glück sind das bloß 0,3, wa? Viel mehr kann man davon ohne trinken. Also, ich muss sagen, auf jeden Fall besser wie dieses unsere mehrteilige Reise. In Baltik. Genau. Die Baltikreise, ja. Inselbrauerei. Naja, wenn Ist du ja keinen schon Rum mal. hast, dann musst du wenigstens so starkes Bier trinken, ne? Als Pirat. Naja. Naja, weil die Belgier keinen Schnaps mehr verkaufen durften, haben sie halt starkes Bier gebraut. Hast du ja vorhin gelesen. Ja. Also hier kannst du auch was lernen. Die sind schon einfallsreich, die Belgier. Ja. Aber ich meine, anstelle von Schnaps ist es schon okay. Ja, na klar, du. Und Uwe? Ich sehe ihn nur da sitzen. Es wird nicht besser. Das finde ich, meine ich, Max-Richtigen, ja, das ist dann in sich auch kein Bier mehr. Ich meine, klar, ich hätte mir auch sowas gebraut, ja, damals. Ja, also da hat es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Also gibt ein Uwe. Oder was sagst du? Mit. Ja, 12. Blech. Ja, gutes Blech. Oh. Besseres Blech gibt's ja nicht. Das ist das beste Blech. Ein Punkt, dann wird Bronze gewonnen. Also Blech. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier. Ist auch keins, nicht tragen. Jedenfalls nach deutschem Reinheitsgebot. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trink ein Mann, Gebräu ey. anderer Klasse. Was Oh, denn? beim Klabautermann, Erschreck der mich trinkt doch denn nicht so so. hart. Mann. Ab auf die. Wie war das? Auf die Planken? Aber trotzdem,
Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Was haben wir denn da Joy Broy mäßig? Also neu, ganz neu von Joy Broy gibt's zum Beispiel. Du wolltest ja gerade aufstehen und nach vorne gehen, zeigen. Natural Energy Plus. Ist jetzt neu von Joy Broy. Das testen wir. Mhm. Und in dem Zuge testen wir dann auch die ganzen anderen Biere von Joy Broy auch nach unserem Protokoll. Das nächste Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal abonnieren. Ist immer noch so dunkel hier. Ein komischer Kommentar schreiben, ja. Ja, der Elektriker kriegt ja hier kein Licht drin. Was heißt Elektriker? Er kommt halt neben mir an. Bei den Göttern, ey. Lange Leitung. Was passiert hier? Ja. Also nächstes Mal wieder einschalten. Wenn es heißt, Prost, Mahlzeit. Joy Broy. Alter, 105 Milligramm Koffein. Na, wie ein Kaffee. Das ist quasi eine Tasse Kaffee. Mhm. Ja, kickst du aber. Ich hab mich informiert.